Im letzten Jahr hat Google mit der Pixel Watch seine erste Smartwatch auf den Markt gebracht und in diesem Jahr folgte dann auch schon die Pixel Watch 2. Ich teste auf diesem Kanal ja vor allem Sportuhren, aber da Smartwatches auch immer besser für Sportler geeignet sind, widme ich auch ihnen hin und wieder mal einen Testbericht. Im letzten Jahr hat Google mit der Pixel Watch gute Ansätze gezeigt, aber als Sportuhr war die Uhr erstmal nur bedingt geeignet. Nun aber ein neuer Anlauf, inklusive vieler neuer Funktionen und vor allem auch einer besseren Akkulaufzeit. Aber reicht das wirklich aus, um aus der neuen Pixel Watch eine gute Sportuhr zu machen? Genau das werden wir uns im heutigen Video mal anschauen. Also, viel Spaß! Rein äußerlich ist die Pixel Watch 2 kaum von ihrem Vorgänger zu unterscheiden, also wir haben hier das gleiche Design inklusive der zwei Buttons am rechten Gehäuserand, wobei einer dieser Buttons eine drehbare Krone ist. Diese kann man neben dem Touchdisplay zur Bedienung nutzen, was ich persönlich sehr nützlich finde. Was ich dahingegen eher weniger schön finde, ist, dass es die Uhr weiterhin nur in einer Größe gibt. Genau wie im letzten Jahr hat die Uhr einen Gehäusedurchmesser von 41 mm und ist 12,3 mm dick. Bei vielen anderen Uhren kann man sich zwischen zwei oder sogar drei Größen entscheiden, wobei der Bereich um die 40, 41 mm wie hier meistens eher die kleinste Größe darstellt. Die Google Pixel Watch 2 ist also echt schon sehr klein, was Menschen mit zierlichen Handgelenken sicherlich freuen dürfte. Mir persönlich ist sie ehrlich gesagt schon etwas zu klein, das könnte aber ehrlich gesagt auch daran liegen, dass ich normalerweise eher die Garmin, Suntos und Polars dieser Welt am Handgelenk trage und mich schon so sehr daran gewöhnt habe. Es ist auf jeden Fall nicht nur das Gehäuse, welches hier klein ist, sondern auch das Display. Hier ist ein 1,2 Zoll großes Display verbaut. Zum Vergleich, die nochmal etwas kleinere 40 mm Version der Samsung Galaxy Watch 6 zum Beispiel hat ein 1,3 Zoll großes Display. Das liegt daran, dass wir hier bei der Pixel Watch 2 einfach recht breite Displayränder haben. Das fällt auf den ersten Blick auch gar nicht auf, denn die Displayränder sind schwarz, aber auch der Hintergrund auf dem Display selber ist schwarz. Dadurch sieht es so aus, als ob die Ränder Teil des Displays sind. Also es fällt nicht wirklich auf, aber auf manchen Bildschirmen können aufgrund des kleineren Displays dann halt weniger Informationen angezeigt werden, zum Beispiel beim Nutzen der Karten. Generell gefällt mir das Design der Uhr auf jeden Fall ziemlich gut. Die Uhr ist wirklich extrem minimalistisch gehalten, man kann sie eigentlich zu allen Anlässen tragen. Ich bin jetzt kein Modeberater, aber ja, mir gefällt dieser Look einfach sehr gut, aber das ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, im Vergleich zur Pixel Watch 1 muss man sich hier auch kaum umgewöhnen. Ein Unterschied besteht jedoch bei den verwendeten Materialien, denn während die letztjährige Version Edelstahl verwendet hat, so kommt hier nun Aluminium zum Einsatz. Dadurch ist die Uhr etwas kratzanfälliger und nicht ganz so hochwertig und robust, dafür aber auch nochmal etwas leichter. Mit gerade einmal 31 Gramm ist sie damit auch generell eine der leichtesten Uhren auf dem Markt. Generell sind das Display, das Gehäuse oder die Buttons hier nicht zusätzlich geschützt, wie man es bei klassischen Sportuhren ja eigentlich immer hat, oder auch zum Beispiel bei der Apple Watch Ultra, also die Uhr ist auf jeden Fall anfälliger für Schrammen oder Macken. Ich selber trage die Uhr ja jetzt erst seit etwa 3 Wochen, deswegen sieht sie natürlich noch wie neu aus, das wäre auch schlimm, wenn nicht, aber da ist natürlich die Frage, wie das Ganze dann in einem Jahr aussieht und da habe ich so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Beim Display handelt es sich wie für eine Smartwatch üblich um ein OLED-Display, welches super hell ist, sehr gute Schwarzwerte und satte Farben bietet. Es erreicht eine maximale Helligkeit von 1000 Nits, womit sie voll im Soll liegt. Bemerkbar macht sich auch direkt, dass die Uhr jetzt nochmal schneller ist, also eine bessere Performance hat. Google ist beim verbauten Prozessor nämlich im Vergleich zum letzten Jahr von Samsung auf einen Snapdragon-Chip umgestiegen, was bedeutet, dass die Pixel Watch 2 jetzt einen Quad-Core statt einem Dual-Core-Prozessor hat. Damit ist die Uhr wirklich nochmal spürbar schneller, Apps öffnen wirklich direkt und generell läuft alles sehr flüssig. Das ist etwas, wo diese Uhr wie viele andere Smartwatches auch klassisch Sportuhren auf jeden Fall voraus ist. Der neue Chip arbeitet aber nicht nur schneller, sondern auch effektiver, was vor allem der Akkulaufzeit zugutekommen soll und genau das bringt uns zum nächsten Thema. Die Akkulaufzeit ist einer der Hauptunterschiede zwischen eigentlich allen Smartwatches und allen Sportuhren. Also Sportuhren halten eigentlich im schlechtesten Fall so 4 bis 5 Tage durch, im Normalfall so 10 bis 12 Tage und manche Sportuhren halten ja wirklich mehrere Wochen lang durch. Das wäre bei den allermeisten Smartwatches wirklich unvorstellbar. Auch bei der letztjährigen Pixel Watch musste ich feststellen, dass diese bereits nach rund 24 Stunden, teilweise sogar schon vor Ende eines einzigen Tages, den Geist aufgibt. Das soll nun aber besser geworden sein. Die Akkukapazität betrug im letzten Jahr 294 mAh, nun sind es 306 mAh. Das ist zwar nur ein kleiner Unterschied, aber wie gesagt, auch der neue Chip soll hier helfen. Google gibt an, dass die Pixel Watch 2 selbst im Always-On-Modus bis zu 24 Stunden halten soll. Bei einer einstündigen Trainingseinheit verbraucht die Uhr bei mir persönlich etwa 10 bis 12%.
Und an einem Tag, an dem ich eben dieses Workout absolviere und die Uhr ansonsten ganz normal im Alltag nutze, verbraucht die Uhr bei mir etwa 60-65%. Dazu kommen dann noch etwa 10%, die die Uhr bei einer 8-stündigen Schlafaufzeichnung verbraucht, sodass man dann am nächsten Morgen noch etwa 25-30% Akku hat. Damit hält die Uhr in diesem Jahr also rund 1,5 Tage, zumindest wenn man wie ich auch gerne mal Sporteinheiten aufzeichnet. Also ja, im Prinzip muss man die Uhr weiterhin fast jeden Tag laden, aber im Normalfall muss man sich zumindest keine Sorgen machen, dass die Uhr es nicht durch einen einzigen Tag schafft. Ich verlasse aber eben auch gerne mal diesen Normalfall, also meine normale tägliche Routine, gehe auf mehrstündige Wanderungen oder besteige wie zuletzt im September den Kilimandscharo, was sogar mehrere Tage dauert, und hier wäre diese Uhr natürlich absolut nicht geeignet. Für den alltäglichen Gebrauch muss dann einfach jeder für sich selber entscheiden, ob einem diese Laufzeit ausreicht. Sie ist zumindest schon mal etwas besser geworden als letztes Jahr. Besser geworden ist auf jeden Fall auch die Ladegeschwindigkeit, denn die Uhr soll nun in etwa 30 Minuten schon wieder bei 50% sein und in etwa 75 Minuten bei 100%. Das hat sich bei mir persönlich auch als wahr herausgestellt, zumindest fast. Nach 30 Minuten hatte die Uhr 49%, nach 75 Minuten 98%. Also die Ladegeschwindigkeit ist im Gegensatz zur Akkulaufzeit an sich wirklich top. Kommen wir dann aber mal zum wirklichen Hauptthema dieses Videos, nämlich zu den Sport-, Fitness- und Gesundheitsfunktionen der Pixel Watch 2. Hier solltest du zunächst einmal wissen, dass Fitbit vor einiger Zeit von Google übernommen wurde, was bedeutet, dass das ganze klassische Fitness-Tracking, wie die Schritte, Kalorien, Intensitätsminuten und so weiter auf dieser Google-Uhr natürlich dann auch über die Fitbit-App laufen. Das bedeutet unter anderem auch, dass Fitbit bei der Entwicklung der Pixel Watch 2 von Anfang an entscheidend seine Finger mit im Spiel hatte, also bei der Entwicklung der Sensoren und der ganzen Software dahinter, und das bemerkt man auf jeden Fall auch positiv. Wenn du zum Beispiel schon einen Fitbit-Tracker hast, dann wird dir vieles von dieser Benutzeroberfläche hier bekannt vorkommen. Vom Startbildschirm aus können wir seitlich durch die einzelnen Widgets swipen. Da haben wir zunächst mal die Schritte, hier sehen wir dann auch noch, wie weit wir auf dem Weg zu unserem Tagesziel schon fortgeschritten sind, dann die Herzfrequenz, ein Schnellstartmenü zum Trainingsmodus, die Schlafanalyse sowie ein paar Smartwatch-bezogene Widgets wie einen Kalender oder das Wetter. Wenn wir dann mal in eines dieser Widgets reinspringen, sehen wir weitere Details, bei den Schritten zum Beispiel, wann wir diese absolviert haben, wann unsere aktivste Stunde war oder wie viele Schritte wir durchschnittlich pro Tag in dieser Woche gelaufen sind. Wenn wir von hier aus zurückgehen, kommen wir dann in diese typische Fitbit-App, die heißt hier auf der Uhr Fitbit Today. Die finden wir ansonsten auch noch, wenn wir vom Startbildschirm aus auf die drehbare Krone klicken. Dann kommen wir nämlich in die App-Übersicht und dort haben wir dann auch eben die Fitbit Today App. Generell muss ich an dieser Stelle übrigens auch die Menüführung loben. Die ist echt super intuitiv und simpel gehalten. Vor allem bei Garmin hat man hier ja oft sehr verschachtelte Menüs und vor allem neue Nutzer könnten hier erstmal etwas überfordert sein. In der Fitbit App sehen wir dann auch nochmal all die Daten, die von den Sensoren so über den Tag gemessen werden. Also die Schritte, Stockwerke, absolvierte Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivzonenminuten, die Trainingseinheiten, Herzfrequenz und so weiter. All diese Dinge werden wirklich 24/7, also rund um die Uhr, getrackt. Bei der Schlafanalyse zeigt dir die Uhr an, wie lange du geschlafen hast und wie lange du in den verschiedenen Schlafphasen warst. Im Schlaf wird dann zum Beispiel auch noch die Sauerstoffsättigung gemessen, da die Uhr über einen SpO2-Sensor verfügt. Wie auch schon im letzten Jahr wird das allerdings dann auch wirklich nur im Schlaf getrackt, man kann also nicht mal einfach so während des Tages einen Blick auf die Sauerstoffsättigung werfen. Klar spielt dieser Wert vor allem beim Schlafen eine wichtige Rolle, aber zum Beispiel auch dann, wenn man in den Bergen wandern geht, dann deutet dieser SpO2-Wert darauf hin, wie gut man sich akklimatisiert, sodass es auch hier sinnvoll wäre. Schade also, dass es leider weiterhin nur nachts möglich ist. Ein ganz neuer Sensor bei der Pixel Watch 2 ist hingegen der Hauttemperatursensor. Die Uhr kann jetzt auch Veränderungen der Hauttemperatur erfassen, wodurch die Uhr einen besseren Einblick in das generelle Wohlbefinden hat. Außerdem soll es dabei helfen, die Erfassung des weiblichen Zyklus zu erleichtern. Der neue Temperatursensor sowie auch ein elektrischer Sensor zur Messung der Hautleitfähigkeit, der Schweiß auf der Haut erkennt, sollen dann auch die hier so schön genannten Körperreaktionen ermitteln, also Situationen, in denen der Körper vor allem auf Stressreaktionen reagiert. In diesem Fall werden uns dann zum Beispiel entspannende Atemübungen vorgeschlagen. Das ist zumindest mal eine nette Idee, die Uhr erkennt auch meistens die richtigen Situationen, wann ich mich wirklich gestresst fühle, aber leider ist etwas verspätet. Also die Uhr fragt einen dann zum Beispiel, wie es einem in der Situation ergeht und schlägt einem dann zum Beispiel geführte Atemübungen vor, aber meist erst, weiß ich nicht, 10 Minuten, nachdem die Situation passiert ist, was bedeutet, dass ich die Situation eigentlich schon
ohne Hilfe der Uhr gehandelt habe. Was die Entspannungsübungen angeht, hier haben wir die Fitbit Relax App, bei der wir dann geführte Atemübungen durchführen können. Simpel, aber meistens tatsächlich recht nützlich. Eine weitere Sache, die man auf jeden Fall hervorheben muss, ist, dass du mit der Pixel Watch 2 auch ein EKG durchführen kannst. Dadurch wird dir angezeigt, ob dein Herzrhythmus normal ist oder ob zum Beispiel Anzeichen für Vorhofflimmern bestehen. Das kann natürlich im Zweifelsfall niemals den Gang zum Arzt ersetzen, aber es kann zumindest schon mal ein Anfang dafür sein, das Ganze regelmäßig im Auge zu behalten. All diese ganzen Fitness- und Gesundheitsfunktionen sind also Fitbit-typisch wieder einmal sehr gelungen und bilden ein gutes Gesamtkonzept. Kommen wir dann als nächstes aber mal zu einem Teil, den ich etwas kritischer sehe. Schauen wir uns dann als nächstes nochmal den Trainingsmodus an. Hier gibt es zunächst mal sehr viele verschiedene Trainingsprofile, also eine riesige Auswahl. Zwei Modi fehlen mir hier aber, ein Freiwasserschwimmmodus und ein Multisportmodus. Während des Trainings kannst du dir bis zu 4 Datenfelder auf der Uhr anzeigen lassen, was in den meisten Fällen ausreicht, aber der Datenfreak in mir wünscht sich hier schon manchmal mehr Felder. Bei einigen Sportuhren sind hier zum Beispiel bis zu 6 oder sogar 8 Datenfelder möglich. Da wären wir dann wieder beim Thema kleines Display. Was die Daten an sich angeht, hier hast du Zugriff auf die klassischen Statistiken wie beim Laufen zum Beispiel die Strecke, Zeit, Herzfrequenz, das Tempo, Schritte, Kalorien oder die Höhe. Viel mehr dann aber auch leider nicht. Also das ist so einer der Punkte, wo die Uhr auf jeden Fall nicht mit klassischen Sportuhren von Garmin, Polar, Coros oder Suunto mithalten kann. Bei diesen Uhren kommen dann nämlich nochmal so Statistiken wie zum Beispiel die Laufeffizienz, Bodenkontaktzeit oder vertikale Bewegung hinzu. Immer beliebter wird außerdem die Messung der Laufleistung in Watt, was zum Beispiel auch bei der Apple Watch mittlerweile möglich ist, und auch die Samsung Galaxy Watch bietet hier deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten. Die Pixel Watch 2 hält es hier aber weiter sehr minimalistisch, was in diesem Fall nicht positiv gemeint ist. Dafür kannst du aber verschiedene Zusatzmodi nutzen, wie zum Beispiel den Pacer Mode oder den Heart Rate Zone Mode, warum auch immer das hier auf Englisch angezeigt wird. Bei letzterem kannst du einen Herzfrequenzbereich festlegen, in dem du trainieren möchtest, und dann informiert dich die Uhr, wenn du diesen verlässt, und im Pacer-Modus hilft dir die Uhr dabei, die ideale Geschwindigkeit zu halten. Außerdem kannst du zum Beispiel auch auf ein bestimmtes Kalorienziel hintrainieren, und ja, diese Modi sind auf jeden Fall ganz sinnvoll. Was ich hingegen weiterhin sehr schade finde, ist, dass man keine externen Sensoren mit der Uhr verbinden kann, also zum Beispiel keine Brustgurte für die Messung der Herzfrequenz und beim Radfahren zum Beispiel auch keine Trittfrequenzsensoren oder Leistungsmesser. Also man kann diese Sensoren zwar theoretisch über Bluetooth mit der Uhr verbinden, aber man kann sie dann nicht im Trainingsmodus nutzen. Das ist, wenn man die Uhr als Sportuhr betrachtet, eigentlich ein echtes No-Go. Was im Vergleich mit klassischen Sportuhren hier auch fehlt, ist die Navigation. Du kannst auf der Uhr zwar logischerweise Google Maps nutzen, da es ja eine Google-Uhr ist, aber im Trainingsmodus kannst du dich eben nicht navigieren lassen. Du kannst also keine Karten auf die Uhr laden und dich dann zum Beispiel beim Radfahren navigieren lassen. Das ist zum Beispiel auch bei der Apple Watch weiterhin ein großes Manko. Das Positive hierbei ist zumindest, dass Google hier natürlich auch den Google Play Store anbietet, über den du Apps auf die Uhr laden kannst und den Funktionsumfang hier somit fast beliebig erweitern kannst. Bei Apple gibt es hier zum Beispiel alternativ die App Work Outdoors, die eine Navigation während des Trainings ermöglicht. Bei der Pixel Watch 2 habe ich hier bisher aber leider keine ähnlich gute App für gefunden. Und selbst wenn es eine geben würde, bei einer guten Sportuhr sollte im Optimalfall die Navigation natürlich im vorinstallierten Trainingsmodus möglich sein. Eine weitere Sache, die ich hier auf der Uhr vermisse, sind erweiterte Trainingsanalyse-Apps. Also bei Garmin, Suunto, Coros oder Polar hast du zum Beispiel Widgets zum Trainingsstatus, die dir anzeigen, welche Trainingseffekte du aktuell erzielst, oder du hast Widgets wie die Trainingsbereitschaft, die dir angeben, welche Faktoren sich in welchem Maße auf deine Erholung auswirken und wie bereit du dann für dein nächstes Training bist. Das bietet Fitbit so alles nicht, zumindest in der kostenlosen Version. Es gibt nämlich auch noch eine Fitbit Premium Version, bei der dir zum Beispiel der sogenannte Tagesformindex angezeigt wird. Auch das erreicht natürlich nicht dieselbe Tiefe wie bei klassischen Sportuhren, aber es geht zumindest mal in die richtige Richtung. Bei Fitbit Premium kommen dann zum Beispiel noch Workout-Videos, Rezepte und eine nochmal deutlich aufgeschlüsseltere Schlafanalyse hinzu. Fitbit Premium ist beim Kauf der Pixel Watch 2 erstmal für 6 Monate kostenlos, danach kostet es 8,99 € im Monat oder 79,99 € im Jahr. Ich selber bin wirklich absolut kein Fan von diesen Abo-Modellen und würde mir deswegen auch niemals Fitbit Premium holen. Deswegen, alles was du in diesem Video siehst, ist auch in der kostenlosen Variante verfügbar, also keine Sorge. Insgesamt sind nämlich auch die kostenlosen Gesundheits- und Fitnessfunktionen von Fitbit wirklich sehr gut und durchdacht. Auch der Trainingsmodus bietet durch Modi wie den Herzfrequenzmodus durchaus sinnvolle Dinge. Aber im Vergleich zu Sportuhren fehlt mir hier schon einiges, wie vor allem die Navigation, dann eben die erweiterten Trainingsanalyse-Apps und auch die Kompatibilität mit Sensoren.
Sprechen wir als nächstes nochmal über die Genauigkeit der Pixel Watch 2 und fangen da beim GPS an. Zunächst einmal solltest du da wissen, dass die Uhr kein Multiband-GPS bietet, wie wir es ja bei vielen oder eigentlich fast allen modernen Sportuhren sehen, zum Beispiel aber auch bei der Apple Watch Ultra 2. Die Pixel Watch 1 im letzten Jahr hatte das auch noch nicht, aber trotz fehlendem Multiband konnte ich hier sehr genaue Ergebnisse erzielen. Schauen wir uns dann aber auch nochmal an, wie genau die Pixel Watch 2 jetzt trotz fehlendem Multiband ist. Hier habe ich erstmal meinen klassischen Waldtest gemacht, bei dem ich auf engem Wald wegen den möglichst gleichen Weg hin und zurück laufe, sodass Hin- und Rückweg bei der Uhr genau übereinander liegen sollten. Und wie wir sehen, hat die Uhr das auch ganz gut gemeistert. Zwischendurch gab es Ungenauigkeiten, aber das hält sich noch im Rahmen. Hier siehst du zum Beispiel nochmal die Polar Ignite 3, die trotz Multiband etwas ungenauer ist, und dann siehst du nochmal verschiedene Uhren zum Vergleich, also die Polar Vantage V3, die Suunto Race und die neue Apple Watch Ultra 2. Da ist die Pixel Watch 2 jetzt auf jeden Fall nicht schlechter und reiht sich hier ganz gut ein. Einzig die Garmin Fenix 7 Pro, die du hier in Gelb siehst, die war da auf jeden Fall nochmal etwas genauer. Soweit, so gut. Ich habe diesen Test aber, wie alle meine Tests, nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach. Hier bei diesem Versuch zum Beispiel wurde das GPS-Signal leider zwischendurch komplett verloren, und zwar so ungefähr für die Hälfte der gesamten Wanderung. Daher sehen wir hier diesen geraden Strich mitten durch den Wald durch, der natürlich meine eigentlich absolvierte Strecke überhaupt nicht richtig widerspiegelt. Hier siehst du dann auch nochmal eine meiner klassischen Laufrunden, und hier könnte man erstmal meinen, hier sieht es eigentlich ganz gut aus, es werden scheinbar keine Ecken abgekürzt und die Route führt nicht durch Gebäude durch. Hier wurde dann aber erneut das GPS-Signal verloren, sodass wir hier erneut diesen geraden Strich haben, der einfach quer durch das Wohngebiet führt, durch die Häuser durch, obwohl ich eigentlich hier außen rumgelaufen bin. Auch als ich hier am Deich entlang gelaufen bin, gab es einige Ungenauigkeiten. Und das war leider auch kein Einzelfall. Was mir auch oft aufgefallen ist, ist, dass es teilweise ewig gedauert hat, bis das GPS-Signal erkannt wurde. Auch hier wollte ich loslaufen, habe auf das Go seitens des GPS gewartet, aber 5 Minuten lang ist erstmal gar nichts passiert. Das war mir ehrlich gesagt irgendwann zu blöd, sodass ich dann einfach losgelaufen bin. Nach über 5 Minuten Laufzeit hat die Uhr dann immer noch das GPS-Signal gesucht, daher ist die Streckenaufzeichnung auch erst hier gestartet, obwohl ich eigentlich deutlich vorher schon losgelaufen bin. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber in diesem Jahr habe ich mit dem GPS der Pixel Watch 2 wirklich gar keine guten Erfahrungen gemacht. Wie bereits gesagt, hat die Pixel Watch 2 ja jetzt eine Reihe von neuen Sensoren, die in Zusammenarbeit mit Fitbit erstellt wurden. Teil davon ist auch ein neuer optischer Pulssensor, der die Herzfrequenz nun deutlich genauer erfassen können soll. Aber stimmt das auch wirklich? Genau das habe ich in zahlreichen meiner Praxistests unter die Lupe genommen. Dafür habe ich bei unzähligen meiner Sporteinheiten gleichzeitig die Uhr und einen Brustgurt getragen und dann beide Datensätze im Nachhinein miteinander verglichen. Hier bei dieser Laufeinheit zum Beispiel sah es vor allem im Vergleich mit allen anderen Uhren, die ich bisher so getestet habe, leider echt nicht so gut aus. Also immer mal wieder zwischendurch gab es kleinere Ungenauigkeiten. Insgesamt kann man mit dieser Messung sicherlich auch arbeiten, aber so wirklich genau ist das nicht. Beim Krafttraining habe ich wie im letzten Jahr keine Möglichkeit gefunden, meine Trainingsdaten zu exportieren, da das anscheinend nur in Verbindung mit einer aufgezeichneten GPS-Route geht. Das ist sehr schade, denn wenn man sich die Daten hier mal side by side anguckt, dann finde ich, dass es eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Vor allem zum Ende des Workouts hin sehen beide Kurven echt sehr ähnlich aus. Der Durchschnittspuls beträgt laut Brustgurt 80 Schläge pro Minute, laut Uhr sind es 77. Der Maximalpuls ist laut Brustgurt bei 128 und das könnte laut diesem Graphen in der Fitbit-App auch ungefähr passen. Hier bei einer zweiten Einheit sehen sich beide Graphen dann aber schon etwas weniger ähnlich. Hier ist auch der Durchschnittspuls um 7 Schläge daneben und auch der Maximalpuls, den man hier nicht so richtig ablesen kann, um mindestens 10 Schläge. Also ja, beim Krafttraining waren diese Ungenauigkeiten auch zu erwarten, da sie eigentlich bei allen Uhren auftreten, aber beim Laufen war ich schon etwas enttäuscht. Also gut, was können wir jetzt unterm Strich zur neuen Google Pixel Watch 2 festhalten? Zunächst mal möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass ich in diesem Video bei weitem nicht über alle Funktionen der Uhr gesprochen habe. Die Uhr ist zweifelsohne eine gute Smartwatch und ich bin mir sicher, es gibt tausende Testberichte bereits da draußen, die über die ganzen smarten Funktionen der Uhr sprechen. In diesem Video lag der Fokus ja jetzt wirklich darauf, wie gut sich die Pixel Watch 2 als Sportuhr eignet. Also, wie gut tut sie das? Naja, es kommt darauf an. Zunächst einmal merkt man hier, dass Fitbit hier immer mehr in die Entwicklung der Uhr eingebunden wird. Vor allem die Fitness- und Gesundheitsfunktionen für den Alltag wissen auf jeden Fall zu überzeugen. Also so etwas wie das EKG oder die Messung der Hauttemperatur, das sind Dinge, die die meisten Sportuhren nicht können. Eine EKG-Funktion hat zum Beispiel seitens Garmin nur die Venue 3, wobei das Ganze auch nur in den USA möglich ist. Und dann noch zum Beispiel die Polar Vantage V3, bei der auch starke Einschränkungen bestehen. Das ist dann also auf jeden Fall positiv.
Daneben finde ich persönlich, bis auf dass die Uhr etwas klein ist, auch das Design wieder einmal sehr gelungen. Die Uhr ist schlicht gehalten und auch die Bedienung und Menüführung ist super einfach und intuitiv, ganz getreu dem Motto, weniger ist mehr. Auf der anderen Seite ist die Akkulaufzeit zwar besser geworden, aber noch lange nicht auf dem Niveau klassischer Sportuhren. Es fehlt die Navigation während des Trainings, sowie auch fortgeschrittene Trainingsanalyse-Tools und die Kompatibilität zu externen Sensoren. Vor allem aber war die Uhr bei mir persönlich leider echt sehr ungenau. Besonders mit dem GPS hatte ich immer wieder extreme Probleme, was die Uhr für meine Zwecke unbrauchbar machen würde. Also ja, unterm Strich kann man sagen, dass Smartwatches mittlerweile sicherlich auch für Sportler zumindest mal eine Überlegung wert sein könnten, wenn man denn mit den eben genannten Einschränkungen leben kann. Für iOS-Nutzer haben wir da die Apple Watch und das Android-Pendant könnte dann vielleicht irgendwann zumindest die Pixel Watch 2 sein. Aktuell sehe ich da aber Uhren wie die Samsung Galaxy Watch 6 noch vorne. Auch zu diesen Smartwatches findest du übrigens bereits Testberichte auf meinem Kanal. Lass mich in den Kommentaren jetzt doch gerne wissen, was du von der neuen Google Pixel Watch 2 hältst. Wenn dir dieses Video gefallen oder weitergeholfen hat, dann könntest du mich und meine Arbeit hier echt sehr unterstützen, indem du diesem Video einen kurzen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann solltest du natürlich noch schnell, einfach und kostenlos diesen Kanal abonnieren. Das kannst du tun, indem du hier unten auf den Abonnieren-Button klickst. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.